Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Wir waren in der letzten Folge unterwegs und waren hier drüben in den Katakomben. Ja, da drin ist mir erstmal, deswegen sind wir nochmal zurückgegangen. Ich habe jetzt mal wieder hier ein bisschen Frischluft eingeatmet und wir probieren mal gleich. Wir haben zwar nicht mehr so viel auf dem Schwert, aber wir haben ja noch unsere Zweit- und Drittwaffen dabei und Viertwaffen. Und da probieren wir mal da so einen großen zu legen drin. Ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen werden. Wir probieren es einfach mal aus. Und ich brauche gerade noch eine Keule, sehe ich. So, jetzt passt auch das. Und vielleicht mal kurz noch Wasser. Okay. Ja, wir haben insgesamt ungefähr 6 Minuten Zeit, wenn wir da sind. Schätzungsweise. Gehen wir einfach mal rein und gucken jetzt. Sehen wir zu, dass wir den gelegt kriegen. Schade wäre es, wenn wir den da stehen lassen. Ich meine, den Loot haben wir so in der letzten Folge, haben wir uns den noch gekrallt. Den haben wir schon. Oh, hi. Ach, das ist auch Bernstein. Hier ist ziemlich viel Bernstein. Und weiter geht's. Immer schön geradeaus. Und dann war es hier hoch, ne? War es hier hoch? Ich glaube, hier war es hoch. Da war es nicht. So, Ausdauer regeneriert wieder. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Wir sind aber auch nicht mehr ausgeruht. Das ist das Problem. Und da ist der Eingang. So, das ist jetzt offen. Genau, das ist jetzt offen. Und jetzt können wir nämlich hier schön reinrennen und mal probieren, ob wir den vielleicht gelegt kriegen. Hier sind aber noch ein paar andere gewesen, meine ich. Oh, ja, genau der da. Nee. Oh. Oh, nee, doch nicht. Boah, das war immer noch unterwegs. Hat mich doch noch getroffen, obwohl sie sich schon aufgelöst haben. Der ist halt auch das größte Risiko an der Sache. Hässlicher Schrei. Ja, mit dem haben wir den schon mal so besiegt gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Der blockt. Die Sau. Nein! Kronengütiger! Oh, im Abgang. Aber das bringt kaum was. Autsch. Alles eine Frage der Taktik, dann geht das auch. Sehr schön, der Block hat auch noch was gebracht. Drei Minuten noch. Zauber, wir haben ihn. Oh, Brandstiftbogen, der sieht gut aus. Ja, Inventar ist voll, natürlich. Nee, die lösche ich mal nicht. Stein, komm, Stein lösche ich. So, Holz. Da nehme ich jetzt erstmal alles, was ich kriegen kann. Brandstiftbogen. Sieht sehr, 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 sehr nice aus. Ein möglicher Kandidat für unseren Bosskampf. Den wir mitnehmen. Stöcke hier raus. Ja, haben wir noch 3 Minuten. Können wir entspannt abhauen. Und entspannt nochmal gucken, was es hier noch gab. Ja, wobei, was heißt entspannt? Aber ein bisschen. Das dauert einen Moment. Das? Wahrscheinlich ein Leuchtepilz. Hier sind wir durchgelaufen. Hier sind wir nämlich auch gestorben. Lass mich raus. Ach so, okay. Alles klar. Nee, komm, dann hauen wir ab.
Wir haben wahrscheinlich das meiste gefunden. Irgendwo ist bestimmt noch eine Kiste, kann ich mir vorstellen. Aber wir haben halt auch nicht wirklich viel Zeit hier. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht wert, da jetzt nochmal extra wiederzukommen. Blinken wir weiter nach vorne und machen die nächste Quest. Dann kommen wir auch schon wieder an besseren Loot. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das ist auch Bernstein, ne? Schön. Schön, schön. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt nach Hause, weil das Schwert ist auch schon im Eimer. Da gehen wir erstmal wieder heim. Und weiter geht's. Ach so, habe ich auch nicht dabei. Okay. So, Moment. Ach nee, da rutsche ich aber runter. Oh, da können wir nicht teleportieren. Da sind wir wieder zurück. Unsere Mine. So, jetzt aber. Ja, das lasse ich mal. Beziehungsweise, ich ändere den mal ganz kurz. Wobei, ne, rot war gar nicht so verkehrt. Orange, Bernstein. Dann nehmen wir rot. Ich muss erstmal gucken, was waren das nochmal für Blöcke? Das war auf jeden Fall eine Blockquest. Aber welche? Ach, verwitterter Steinblock. Oh, hier bin ich falsch. Hier wollte ich auf keinen Fall hin. In diese einladende Atmosphäre. Da sind wir. Müssten wir eigentlich auch mal ausprobieren. So, da kommt auch der Bogen rein. Ich glaube, den hier kann ich mal scrappen. Den hier eventuell auch. Ah, ja doch, hier, der hat. Wir machen das mal so. Das hier waren Zaubererhandschuhe. Da haben wir quasi bald zwei Rüstungen durch. Dietriche. Dietriche brauche ich auch wieder neue. So. Jetzt tun wir mal alles hier rein. Du bist weiterhin fleißig. Das ist schön. Dann haben wir den Stack auch schon voll. So. Kann mal hier gucken. Da habe ich nichts für. Wo habe ich denn Bernstein hingetan? Ich weiß, dass wir den mal gefunden haben. Aber nur in kleinen Mengen haben wir den mitgeholt. Da war, glaube ich, auch die Spitzhacke schon wieder kaputt. Ganz kurz mit. Und dann machen wir ja auch mal kurz den Vergleich mit den Wänden, die wir hier haben. Ne, ist aber auch eine andere, das siehst du jetzt schon. Aber sieht auch gar nicht verkehrt aus. Ich bin mal gespannt, welches am Ende sein werden. Ich meine, wir haben ja auch echten Luxus hier, ne? Bei 30 Erholung. So, dann kommt der Ring jetzt auch noch rüber. Genau. Und irgendeiner wollte noch irgendwas. Wer war es denn? Der Schmied, glaube ich, ne? Irgendeiner hat doch gerade eine Quest. Oder habe ich mich verguckt? Ich
Muss sowieso mal gerade mal was gucken. Ach Quatsch. Oh, hier hat er ein Schild. Ein paar gute sogar. Da brauchen wir nämlich die Leinen für. So, die Leinen müssen wir auch mal machen. Kämpfer-Sachen. Was hab ich denn gerade? Quatsch. Da muss ich hin. Kämpfer. 10 und 15. Okay. Kupfer, das ist auch Kupfer. Das ist halt schon wesentlich besser, ne? Ich glaube, das sollten wir machen. Das sollten wir machen. Leinen. Jetzt muss ich nur mal gerade schauen. Leinen. Ja. Da braucht ich, genau, dafür brauchte ich nämlich Flachs. Und Flachs haben wir auch zum Teil da. Beziehungsweise, da können wir gerade mal schauen. Flachs herstellen. Die sind durch. Die können wir direkt mal gerade ernten. Können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Zaubertränke machen. Okay. Flachs. Wasser. Habe ich irgendwo noch Wasser rumfliegen? Hier ist noch Wasser. Flachs. Da brauche ich Flachs. Ihr kommt nicht auf die Idee, jetzt anzugreifen, oder? Ich hoffe nicht. Für euch. Und für meine Tür. Beeren. Wir können gleich direkt mal spammen hier. Komm. Und dann brauche ich aber Flachs hier drüben. Flachs haben wir gar nicht so wenig. Das ist ja schon mal schön. Ja, dann mach du mal. Dann können wir da nämlich bald Leinen machen. Und dann muss ich mal ganz kurz hier spammen. Was? Ach, das ist der falsche. Ich brauche Wasser dafür. Verdammt. Ich brauche Wasser dafür. Wie komme ich denn an viel Wasser? Das hier muss ich erstmal gerade mitnehmen. So. Wie komme ich denn an viel Wasser jetzt? Hier, das machen wir gerade inoffiziell zu unserer Tränkekiste. Müssen wir gerade mal kurz schlafen gehen? Dann müssen wir gucken. Wasser brauchen wir. Haben wir irgendwas questtechnisch vielleicht, was damit zu tun haben könnte? Eigentlich nicht, ne? Dass wir da irgendwie Wasser oder sowas kriegen. Wo war das hier überhaupt? Das war das hier, ne? Weiter oben, genau. Das können wir mal ganz kurz gucken, wegen den verbesserten Sachen noch. Wo waren das? Anders nochmal.
Okay, das wollte ich eigentlich nur machen. Noch eine kleine Kiste. Dann können wir das nämlich hier separiert mal kurz noch machen. Ja. Wie machen wir das denn? Wo machen wir das hin? Hier hin. So, kommt mal gerade dahin. Genau. So, die... Wer machte denn den Gleiter, den besseren? Hier. Ja, das war nämlich die Geschichte mit Leinen hier. Erstmal Seele... Erstmal Seele brauchen wir. Hoppala. Das ist auch der Drache. Okay. Miasma-Seele müsste hier... Nee, gar nicht wahr. Die ist, glaube ich, nicht hier drin. Ich glaube, ich habe die hinten in die Zauberkiste gepackt. Ja, haben wir auch ein paar da. Sehr gut. Dann brauche ich... Das mal kurz. Dann haben wir schon mal den besseren Haken. Weniger Ausdauer. Ja. Und größere Entfernungen. Perfekt, dann haben wir den. So, hier fehlt uns dann eigentlich nur noch Leinen. Das können wir... Können wir bald anbauen, ne? Da gibt es 10. Dann machen wir folgendes. Ich nehme mal hier einen kleinen Teil mit. Dann schauen wir mal, dass wir das vielleicht auch schon mal direkt ansetzen. Das kostet auch wirklich nur das. Oh, das geht zügig. Wie viel kommt da raus? 1. Okay, wir haben dann 5. Wir haben dann 5, wenn das durch ist. Das können wir tatsächlich dann auch machen. Miasma-Sack brauche ich auch. Und 4 Garn. Miasma-Sack und 4 Garn. Oh, ich habe ganz viel Garn gemacht. Miasma-Sack. Das können wir gerade tauschen. Wo habe ich denn den Miasma-Sack? Der ist vielleicht hier dabei. Jo, da brauchen wir, glaube ich, noch einen. Ja, wir brauchen noch einen. Das heißt also, wir machen uns mal kurz auf die Socken. Jetzt ist die große Frage. Das sind ja diese... Ich gehe mal gerade hier runter. Ich glaube, hier war so ein Ding. Das sind doch diese komischen... nee. Nee, geil. Jetzt stehe ich gerade völlig auf dem Schlauch. Das waren entweder die Blumen oder diese komischen Dinge, die hier rumlaufen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle raus. Okay, nee, das ist anscheinend doch richtig. Das waren aber die blauen Blumen. Die blauen Blumen. Ja, kann ich eigentlich hinter mir wahrscheinlich rein. Gehen wir mal hier runter. Das wollten wir ja die ganze Zeit schon machen. Gehen wir mal hier ein bisschen erweitern und gucken, was uns hier noch so erwartet. Das Gebiet der Drachen kommt jetzt. Warte, da haben wir jetzt gebaut. Das wär's. Da haben wir doch schon mal so eine Blume. Ja, perfekt. Mögest du uns einen Miasma-Sack geben, du Sack. So stelle ich mir das vor. Ja, okay. Gehen wir wieder nach Hause. Ich bin faul. Geht gar nicht. Ha! So, mal gucken, wie der damit umgeht, auf so kurzen Strecken. Ja, okay. Wie erwartet, relativ schnell.
Nee, das wollte ich nicht. So, hier. Da brauche ich gerade die Säcke und die Leinen. Du bist durch. Waren noch fünf, ne? Pelzteppich plus mehr bei der Jägerin. Nice. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Na du? Baue einen fortgeschrittenen Gleiter. Hey ja, ich sehe dich immer noch ab und zu in der Ferne auf den Boden stürzen. Keine Sorge, das ist keine Schande. Aber wenn du willst, wenn du mit Stil fliegen willst, solltest du mir einen besseren Gleiter basteln. Mit mir einen besseren Gleiter. Machen wir direkt. Ausrüstung. Ausrüstung. Macht 150 Reichweite, Geschwindigkeit und Ausdauer. Also 15 und 4. Okay, auf jeden Fall schon mal ein Drittel schneller. Das ist sehr, sehr gut. Doch, ein Drittel schneller, genau richtig. Und ein Drittel mehr Reichweite. Das ist auch gut. Dann stürzt mir weniger runter. Ja, den kann ich dann hier reinschmeißen, den alten. Aber interessant, dass er das nicht genommen hat zum Verbessern. So. Oswald Anders. Machen wir. Erstmal rüber, dann können wir eine Runde fliegen, dann können wir den nämlich direkt testen und dann schauen wir mal ganz kurz in die Quest. Also das machen wir vorher, bevor wir abspringen. Was es denn hier war? Dem Kate Hawthorne wurde seine Ausrüstungstruhe gestohlen. Interessanter Satzbau. Dem Kate Hawthorne, seine. Erreiche sein ehemaliges Lager, grabe die Ausgrabungstruhe aus und sichere dir ihren Inhalt. Ich dachte, da steht noch ein bisschen mehr Informationen drin. Aber den Flug kennen wir noch und das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir gerade so hier angekommen, ne? Nice. Oh. Halt. Fang mich. Da ist irgendwas drinne. Achso. Ratten. Hoppala. Auf. Meter. Wäre jetzt Nacht, würde ich das direkt sehen. Wahrscheinlich hier unterm Schutt, oder? Ich gehe mal genau dahin, gerade wo der Punkt mir anzeigt. Schreinerlager. Ach, hier. Da haben wir sie. Oh, das hört sich gut an. Zwei Händer oder ein Händer? Bedarf ein paar Verbesserungen, aber sonst... Nice to have. Hält hoffentlich auch eine Weile. Steine. Da hat jemand Steine angebaut. Das sah gerade aus wie so ein Feld. Und ich dachte, hä, sind das Melonen? Oder so? Zumindest habe ich es nicht erkannt, was es ist. Aber jetzt wissen wir. Da hat jemand Steine angebaut. Okay. Ja gut, da waren wir schon mal. Eine Sache können wir noch ausprobieren.
Wobei, ne, hier ist ja... Ja, doch, nehmen wir einfach mal ein bisschen Erde mit. Ich habe gerade gedacht, hinten in... Leuchtenstein? Ja, Leuchtenstein. Da war ja die Kiste... Ne, das war nicht in Leuchtenstein, ne? Nee, nicht in Leuchtenstein. Hinten in Irwurzburg. Genau, jetzt habe ich es. Da war ja die Kiste unten in dem Loch. Aber da war ja auch dieser komische Schutt. Naja, Erde können wir aber immer gebrauchen eigentlich. Nehmen wir mit. Das geht auch so schön schnell jetzt. So, und von hier aus gehen wir zurück. Ein, dahin. Erhebet dich aus dem Loch. Schmeißen wir dann die Erde auch direkt... Ja, wo schon... Nee, erstmal in die Kiste hier. Bodenschätze, da kommt's ja hin. Wieso? Okay. Interessant. Die kann 3 Verbesserungen kriegen. Ich mach das jetzt mal. 134 Schaden. Da wir auf Stich gehen, ist es wahrscheinlich besser, wenn ich das hier tausche. Wobei, das ist halt auch geil mit dem Lebensraub, ne? Aber ich mach das jetzt so. Ich leg das jetzt mal vorsichtig hier rein. So. Das kann ich jetzt wegmachen. Zerleg die Sachen jetzt einfach mal. Komm, scheiß drauf. So. Dann hätten wir auch das von der Liste. Ach, da muss ich hin. Hier wollte ich gerade noch mal kurz gucken. Genau, das war nämlich das. Und dahinter war nichts. Das ist einfach nur Erde. Das ist eine richtige Ausgrabungsstelle jetzt. Da kommt noch so eine... Cool. Oh, super. Spinnen? Oh mein Gott. Ekelhaft. Halt einfach Möbel rum oder so. Ich finde das voll interessant irgendwie. Unsere kleine Ausgrabungsstätte hier. Guck mal da. Ich fühle mich wie so ein... Das gehört in ein Museum. Wir sind jetzt Archäologen. Ich finde das sehr geil. Es soll wahrscheinlich offiziell gar nicht hier sein. Kann ich mir vorstellen. So, jo, mach einfach gerade hier das nochmal ganz. Wir gucken auf die Questliste, sind nur noch 6 Stück. Das hier ist ein Leuchtenstein. Das ist alles, die Sachen in Leuchtenstein würde ich erstmal lassen. Was ist da unten? Ja. Apropos Fähigkeiten, da können wir gerade mal hier reingucken. Das ist Wuchtschaden, also bin ich drin.
würde jetzt ganz gerne noch Ausdauer machen. Hier sind wir auch reingegangen, ne? Sprintgeschwindigkeit. Das ist natürlich auch stark. Doppelsprung. Und das. Sehr geil. Ja, da müssen wir auch wieder ein bisschen mehr reingehen, glaube ich. So. Das ist da oben gewesen. Das würde ich jetzt mal in die Zukunft schieben. Alle Wege führen aber gerade nach unten, habe ich das Gefühl. Ja. Alle Wege führen nach unten. Wir müssen aber gerade mal gucken, bevor wir wieder eine Tour machen, dass das hier jetzt läuft. Unsere kleine Farm hier. So, wir können generell vielleicht gerade mal so ein paar Sachen anpflanzen. Ja, das ist auf jeden Fall Erdbeeren. Das sehe ich ganz oben gerade. Das sind ja unsere neuen Heilungsbeeren. Da müssen wir dann auch wieder welche an Seite legen. Was haben wir denn noch, was gerade Sinn macht? Tomaten haben wir auch bisher noch nicht so viel gebraucht. Da machen wir noch mal ein paar Beeren. Und mittlerweile wird das hier schon ziemlich groß. So, jetzt wachsen hier schon mal vier verschiedene Pflanzenarten. Dann gehen wir mal nochmal gerade zurück. Oh, warum hatte ich das nochmal markiert? Da war auf jeden Fall irgendwas Cooles. Achso, da waren die, genau. Da waren die Knochensteine drin. Da waren die Knochensteine drin. Zurück zur Basis 1. Ich gehe mal ganz kurz an den Brunnen. Kann ich eigentlich... Nee. Ich müsste eigentlich mal auf der ganzen Karte irgendwie Brunnen markieren, die irgendwie erreichbar sind. Aber das Problem ist, ich kenne einen Brunnen. Und der ist hier. Ich frage mich auch, wovon das abhängig ist, wie oft ich hier rangehen kann. Ich meine, das ist ja gleich wieder raus. Na du? Das war es ja jetzt schon wieder. Wo gab es denn... Ich weiß es nicht mehr. Wir machen mal Folgendes. Hier war da auch noch ein bisschen was. Wir gehen mal einfach kurz mal hier lang. Da haben wir angefangen zu erkunden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Da machen wir nämlich... ja, vielleicht in der nächsten Folge dann die große Tour. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Nice. Sehr, sehr nice. Wie komme ich denn hier nochmal hoch? So gefällt mir das, dass du da einfach schön die Heiltränke rausholst. Oh wow. Achso, Moment, das sind ja auch die Anfangsgegner. Das habe ich gerade wieder völlig ausgeblendet. So, genau, hier hatten wir irgendwie gestoppt. Hier sind wir nicht mehr weitergelaufen. Dann wollen wir doch mal gucken. Aha. Plündererlager mit Schacht.
Overkill. Ein kleiner Spaziergang. Ah, guck mal, da war Wasser drin. Und noch ein bisschen mehr. Die nehme ich mir mit. Die sieht gut aus. Das ist auch nicht verkehrt. Und da ist eine Notiz, die besagt, da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter, geht es gut. Schluss mit dem Gequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft, also wird er bald aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Egal, er wird es überleben. Ja, die Truhe war ein guter Köder, obwohl wir sie gebraucht hätten. Pah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Sesam, öffne dich. Was? Geht doch. Okay, ist ja weit gekommen. Verflucht seien diese Trottel. Die haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, sieh dir das an. Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt. Ich schwöre es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz. Sieh nur. Mein Freund ist voller Staub und meine Hände sind taub vom Gram. Meine Nägel sind gespalten. Ich bin am Verhungern. Verflucht, möge das mir erstmal euch alle holen. Okay. Nice. Nice, nice. Weiter geht's. Was war das denn? Sieht so nah aus da hinten. Diese Wüste. Da ist der Turm. Jetzt weiß ich auch genau, wo wir sind. Schauen wir mal, was uns hier noch so erwarten tut. Was ist denn das? Oh Gott, ah. Ja, okay. Das war völlig nach Plan. So. Was ist denn das? Ist das markiert? Nee. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Gucken, was sich hier so verbirgt. Im Miasma. Ach, guck mal. Wie nice. So, völlig ungeschützt. Schon besser. Ein Geschenk. Krass. Hat sich ja schon mal sehr gelohnt, würde ich sagen. Ich habe erst gedacht, ja, vielleicht kommt ja sowas. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist so am Anfang und so einfach da reinrennen. Das wird wahrscheinlich nicht so tief sein. Und dann war beides Teil richtig. Es ist nicht so tief und da war so ein Ding. So eine Wurzel. Wo kommen wir denn hier raus? Aha. Aha. Refugium der Flamme. Jetzt haben wir einen schönen Spaziergang hier rein. Wo wir jetzt schön schnell die Sachen plündern können. Wo wir am Anfang dann schön in den Norden gelaufen sind. Jetzt können wir ganz entspannt das Ding hier machen alles. Meine liebste Helen, bitte schlucke deine Tränen hinunter und setz dich zu mir. Lass uns über das Tal blicken, wie wir es einst getan haben. Die untergehende Sonne und die fallenden Blätter erinnern mich an unsere kostbare Zeit gemeinsam. Lass uns diese Stunden teilen, bevor sie vom Miasma verdorben werden.
Komm und lege deinen Kopf an meine Schulter, meine Narzisse. Für immer dein Salim. Oder Salim. Wahrscheinlich. Super. New. Aha. Spinnen. Spinnen. Achso, das ist... ganz entspannt. Interessant. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer Spinnen? Das hier war mal ein Kamin. Ah. Und eine Bude. Ach, schön. Friedlicher Acker. Hey. Wäre eigentlich auch eine ganz coole Base, wenn du das immer angezeigt kriegen würdest. Friedlicher Acker. Ganz entspannt im Nirgendwo. Hä? Okay. Na gut, da ist aber auch nichts drin. Erstaunlich widerstandsfähig war das gerade. Ja. Komm, die Rappen schon rausgesprungen, grundgütiger. Ah, du bist draußen. Dicke Ratten. Hat irgendwie so gut gepasst, als wäre das gescriptet. Sehr nice. Ich gehe nochmal gerade rein. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Vielleicht finden wir sogar noch ein Bett. Schön wär's. Zumindest mal eine Truhe. Doch, auch ein Bett. Weil. Dann mal ab ins Bett. So. Und es ist Tag. Na gut. Gucken gerade noch schnell eine Sache. War, sieht das hier sehr interessant aus. Ich werde erstmal gerade hier oben gucken. Ja, da ist nämlich auch was. Ich gehe einfach mal rein. Spinnen? Geheimtür. Wäre cool, wenn ich jetzt Blöcke finden würde, einfach. Okay, gefährlicher Schlamm. Und Spinne.
Nichts. Doch. Nee. Nichts. Gar nix. Okay. Hirtenstab. Die nehmen wir uns gerne mit. Oh, verdammt. Hier war ja die Falle. Okay, dann haben wir das auch. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal gerade zurück. Genau. Gehen wir erstmal gerade zurück. So, da sind wir wieder. Und dann bringen wir gerade mal den ganzen Kram hier weg. Müsste was sein, jo. Und dann noch die Pilze. So, gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, weil wir nämlich wieder am Ende einer Folge sind. Das heißt dann, wir werden in der nächsten Folge hier rüber so laufen. So eine Schräge, würde ich sagen. Genau, das sind nämlich, glaube ich, auch... Das sind ja auch noch zwei Quests und dann nehmen wir da so viel wie möglich mit und ja, dann wisst ihr da Bescheid, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten, hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.